Und wo soll sie wohnen? Das Zimmer von Oma steht doch leer. Dein Vater, der fühlt sich wohl überhaupt nicht mehr verantwortlich, was? Wie soll der sich verantwortlich fühlen? Er kann doch kaum noch für sich selber sorgen. Wieso bist du zuständig? Weil sie ihre kleine Stiefschwester ist. Und die kleine Stiefschwester hat mit ihrer Freundin 4 Raubüberfälle begangen und mehr als 3 Jahre gesessen. Ne? Ich kann sie doch nicht auf der Straße stehen lassen. Man muss ihr eine Chance geben. Weißt du was, Mutter? Ich finde, wir stimmen darüber ab. Sophie? Tut mir leid, Mutter. Nein. Ich auch nein. Und Vater? Nein, ich möchte das nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Wenigstens für ein paar Tage, ja? Bitte. Schön hast du es. Wenigstens einer hat es geschafft. Hallo. Also das ist Julia. Das ist mein Mann. Gerd, Sophie, Jens. Möchtest du was essen? Nee. Gerade wie ich raus bin, habe ich gleich 2 Currywürste verdrückt. Die waren lecker. Ja, sowas gibt's hier leider nicht. Einen Kaffee nehme ich aber. Ja. Ja, ich muss jetzt arbeiten. Mein Mann leitet eine kleine Bankfiliale hier in der Nähe. Hast du mir geschrieben? Komisch, dass wir uns jetzt erst kennenlernen. Hat sich so ergeben. Tschüss. Ciao. Ich habe mir alle Artikel über deine Überfälle ausgeschnitten und aufbewahrt. Gut. Bis spät dran, Jens. Ich muss zur Schule. Sophie, wenn du willst, komme ich mal mit in deine Klasse. Als abschreckendes Beispiel. Julia, bitte. Wieso? Hat nicht jeder. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, dass du erstmal hier bleibst. Und deine... Verena. Die ist schon ein halbes Jahr vor mir raus. Im Prozess haben sie gesagt, ich wäre der Anführer gewesen. Und warst du's? Ja, glaube ich schon. Also, das war das Zimmer von Gerds Mutter. Becker frisch bezogen, Handtücher. Und was sagt deine Familie dazu? Oh, ich weiß nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon. Danke. Der Schlüssel ist unten an der Garderobe für dich. Okay? Also. Ach. Hast du eigentlich noch Kontakt mit Verena? Ich treffe sie heute Abend oder morgen. Und was machst du so? Ich arbeite halbtags als Schneiderin. Ich muss auch los. Julia. Ich weiß gar nicht, wem ich mehr Vorwürfe machen soll. Unserem Vater oder mir. Niemandem. Ich habe mir mein Leben selber ausgesucht. Ich will gar keine Kinder oder Karriere und Ehe. Und das alles brauche ich auch nicht. Entschuldigung. Ja. Du meinst, das ist diese Sache mit jeder seines Glückes schmiede? Obwohl, Gefängnis ist auch nicht gerade lustig. Warum hast du mich eigentlich nie besucht?
weil ich Angst hatte, dich zu sehen. Hier bin ich. Hallo. Ich denke, du arbeitest. Nee, ich habe jemanden freigenommen. Wieso? Na ja, mal schauen, was du so machst. Und? Was mache ich so? Ich gucke, wie er so lebt. Und, schon genug gesehen? Nein, ich bin noch nicht fertig. Setz dich doch. Wenn du nun soweit bist, dann sagst du mir, was du gesehen hast, ja? Mhm. Sag mal, bist du eigentlich lesbisch? Eigentlich nicht, nein. Da musst du jetzt ja richtig scharf sein, ne? Naja, geht so. Man denkt nicht immer dran. Bei Männern ist das, glaube ich, was anderes. Bei mir ist das ganz bestimmt was anderes. Seit du hier bist, kann ich an gar nichts anderes mehr denken. Hm. Dann solltest du eine kalte Dusche nehmen. Ich kann lange und oft. Aha. Ich suche mir selber aus, wen ich will und wen nicht. Und dich will ich nicht. Du weißt nicht, was du verpasst. Ich will's nicht wissen. Was ist denn hier los? Frag deinen Bruder. Mal erleben, dass alle am Tisch sitzen. Hast du keine anderen Sorgen? Wieso ist Sophie nicht hier? Was mit deiner Stiefschwester? Julia wollte noch mal weg. Also so ganz egal kann uns das auch nicht sein, was sie treibt, solange sie hier wohnt. Sie trifft sich mit ihrer Freundin Verena im Grundstück. Du weißt, dass sie irgendwo noch 50.000 Mark versteckt haben vom letzten Überfall. Vielleicht holt sie die gerade.
Los, Sophie. Nichts. Willst du nichts essen? Nein. Ich will wissen, was los ist. Mein Tagebuch ist weg. Mhm. Und wer soll das haben? Na, wer wohl? Ich wusste gar nicht, dass du noch Tagebuch schreibst. Was steht denn da schon drin? Und warum denkst du, dass Julia das genommen hat? Da steht drin, dass Papa seit 6 Jahren mit mir schläft. Da steht das drin, was du nie wahrhaben wolltest. Siehst gut aus. Ich war im Vierteljahr in Thailand. Und? Bist du Bruder ein Stück näher gekommen? Bist du? Den kannst du mal für mich aufheben. Und da ist mein Geld dran? Nein. Das Tagebuch von meiner Nichte. Das Geld, Julia. 50.000. Aha. Das war auch nötig, ich sehe. Das Geld, wo ist das Geld? Ich wusste, dass du mich bescheißt. Kommt hier noch was? Danke. Da, wo ich das Geld gelassen habe, die haben mich verarscht. Wo die wohnen, wirst du noch wissen. Sicher. Na, dann gehen wir da jetzt mal hin. Zahlen. Jetzt schrei nicht so rum, muss doch nicht jeder mitbekommen, dass wir hier sind. Balkon da oben? Ja, ja. Dort stehe ich immer und rauche. Und Sie haben auch die Polizei angerufen? Ja, habe ich. Es waren 3 Personen. Ein Mann und 2 Frauen. So viel konnte ich sehen und hören. Wieso hören? Ja, die hatten einen riesen Streit gehabt. Und ein Auto fuhr gerade vorbei. Aber es war halb verdeckt durch den Baum. Und dann fielen 2 Schüsse. Und das war's dann, oder? Diese... Vorsicht! Also diese Frau ist hier zusammengebrochen. Und die andere Frau und der Mann sind weggelaufen. Und das Auto? War verschwunden. Also, wer hat denn geschossen? Ja, das konnte ich nicht erkennen. Das hätte auch auf dem Wagen passieren können. Jedenfalls sind die beiden anderen abgehauen. Leo? Ja, lass mal kommen. Können Sie die beiden beschreiben? Ja, so hell ist es nun wieder auch nicht hier. Aber vielleicht das Auto? Keine Ahnung. Ich interessiere mich nicht für Autos. Cario, die Tatzeit weißt du ja. Ja. Beide Kugeln haben sie von vorne getroffen, sind am Rücken wieder ausgetreten. Außer Kleingeld und Hausschlüssel hatte sie nichts bei sich. Ich kann dir sagen, wer das ist. Ja, wir sind gespannt. Ja? Das ist eins von den Überfallgirls. Das war eine große Sache damals. Waren die schon wieder draußen? Wie du siehst. Ja, Leo, ich kann hier nichts mehr tun. Eine Kugel hat das Herz durchschlagen. Sie war sofort tot.
Sag mal, kannst du dich eigentlich noch an diese beiden Mädchen erinnern? Klar. Zwei Teenager auf Raubzug. Immer mit Spielzeugpistolen. Die haben sie dann jedes Mal für die Polizei liegen lassen. Ja, und irgendwann waren es dann eben keine Spielzeugpistolen mehr. Ja, du sagst es. Na gut, bis morgen. Bis morgen. Ich habe Zeit. Ich bin arbeitslos. Ja gut, dann gleich um 8. Ja, danke. Ich glaube, das ist der einzige Zeuge, den wir haben. Ja, das glaube ich auch. Julia Risto ist erst heute früh entlassen worden. Sie wollte zu ihrer Schwester. Bekassinenweg 2. Burger heißen die Leute. Burger? Ja, wer ist da? Frau Burger? Ja? Wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Natürlich. Sie wundern sich gar nicht? Doch. Es ist ja schon recht spät. Bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Hat Julia wieder was ausgefressen? Sie ist meine Schwester, also meine Stiefschwester. Nein, das heißt, wir wissen es nicht genau. Also wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Es tut uns sehr leid, aber Ihre Stiefschwester ist erschossen worden. Vor etwa 2 Stunden. Was ist denn hier los? Guten Abend. Julia ist tot. Sie ist erschossen worden. Oh mein Gott, jetzt sag doch mal was! Mama! Kümmer dich mal um Mama. Julia ist umgebracht worden. Ja. Ja, von mir können Sie nicht viel erfahren, oder von uns. Meine Kinder und ich, wir haben Julia erst heute kennengelernt. Wer fehlt denn eben noch von Ihren Kindern? Mein Sohn schläft. Also. Ja, trotzdem ist das alles furchtbar. Was ist denn passiert? Das wüssten wir auch gern. Er hat Ihnen nicht gesagt, wo sie hin wollte? Nein, aber meiner Frau. Sie wollte im Grünspan ihre Freundin Verena treffen, die Freundin von den Überfällen. Ja, das ist alles, was wir wissen. Tja, dann war's das erstmal. Wiederschauen. Wiederschauen. Ein Kollege von uns wird sich morgen früh das Zimmer von Julia Risto ansehen. Nein, ihr Vater direkt hin zu Verena Koch. Wo ist denn das, bei ihrer Mutter? Und dann bringt er sie direkt ins Präsidium. Ende. Was hältst du von der Familie eben? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Na, jedenfalls war sie nicht sehr willkommen, die Julia Risto. Nee, das kannst du auch nicht erwarten. Guten Abend, Kriminalpolizei. Und was wollen Sie? Wir wollen Ihre Tochter sprechen. Die ist nicht hier.
Schläft Ihre Tochter nicht hier? Normalerweise ja, aber sie ist trotzdem nicht hier. Hat sie einen Freund? Nicht, dass ich wüsste. Wenn sie nach Haus kommt, dann soll sie sich bitte bei uns melden. Sie hat ihre Strafe abgesessen. Worum geht es denn? Sie möchte bitte morgen früh aufs Präsidium kommen. Ja, okay. Letzte Nacht ist Papa wiedergekommen. Es hat schrecklich wehgetan. Warum macht er das? Es ist eklig. Vielleicht kann Mama mir helfen. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Vierzehn Tage später? Papa war mit mir an den See gefahren. Ja, hör auf, ich. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Wir suchen heute mal die Hauswände ab. Vielleicht finden wir die Geschosse hier im Putz. Und der Mutter von Verena Koch habt ihr geglaubt? Wir hatten keinen Grund, in die Wohnung einzudringen. Sag ich ja gar nicht. Die Prozessakten hätte ich gerne von den beiden Mädchen. Sind schon unterwegs, Leo. Sag mal, hast du dir inzwischen mal Gedanken gemacht über die Familie Burger? Ja, habe ich. Und ein kleines bisschen geschlafen habe ich auch noch heute Nacht. Entschuldigung. Sag mal, haben wir auch ein bisschen Milch für den Kaffee? Danke. Sag mal. Mir war so, als ob die Burger auf irgendwen gewartet hätte. Auf uns? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht. Also, ich brauche die Verena Koch und zwar schnell. Und du, Werner, kannst dir mal das Zimmer von der Toten ansehen. Und was soll ich da finden? Na, zumindest den Koffer mit ihren persönlichen Sachen. Für eine Fahndung nach Verena Koch würde es aber nicht reichen. Das ist ja schon klar, oder? Ja, ja, ist ja gut. Ah, Herr Pollert, danke. Guten Morgen. Kommen Sie gleich weiter nach nebenan. Herr Heimann wird dort ein Protokoll mit Ihnen machen, ne? Ach ja, gleich noch eine Frage. Sie haben nicht zufällig mitgekriegt, um was es ging gestern bei dem Streit zwischen den dreien? Um viel Geld. 50.000 ist sowas. Danke. Ich lasse das Haus von Verena Kochs Mutter überwachen. Irgendwann muss sie ja auftauchen. Ja? Also einen Tee hättest du uns wirklich machen können. Wieso muss ich Tee machen? Geht's, Mama? Sie will keinen Arzt. Warum musst du überhaupt Tagebuch führen, Ganz? Sag mal, ist das alles, was dir dazu einfällt? Ja, Burger. Ich wüsste von euch beiden gern einmal, wie wir alle überhaupt noch zusammenleben sollen. Durch den Tod von Julia hat sich jetzt sein Tagebuch in Luft aufgelöst, oder was? Das gibt's doch gar nicht! Ja, es ist aber nicht in Omas Zimmer! Du bist gerade dabei, unsere Familie zu zerstören, weißt du das? Du bist kein Stück besser als dein Vater. Das Tagebuch, das ist nicht weg. Das hat jemand, der will mich erpressen. Da war immer ein Mann am Telefon. Ich sag's ja, du zerstörst uns. Halt den Mund! Guten Tag. Ja? Riedmann ist mein Name. Ich bin von der Mordkommission 2. Ich möchte mir gerne das Zimmer von Julia Risto anschauen und ihre persönlichen Sachen mitnehmen. Einen Hausdurchsuchungsbeschluss habe ich. Wollen Sie ihn sehen? Nein. Was wollen Sie hier? Ich möchte mir das Zimmer von Julia Risto anschauen. Ich habe mich bereits ausgewiesen. Kommen Sie bitte mit. Haben Sie schon irgendwas erfahren? Nein. Könnten Sie uns bitte allein lassen? In dem Zimmer ist meine Oma gestorben, vor 2 Jahren. Weißt
Weißt du, was der Typ will für dein Tagebuch? Nein. Eine 500.000. Noch ein so ein Satz! Und ich gehe gleich selbst zur Polizei. Tja, die kennen wir hier alle. Wir haben nur nicht gewusst, dass Julia auch schon wieder draußen ist. Und der Mann, der sich zu Ihnen gesetzt hat, wer war das? Den kennen wir nicht weiter. Zuhälter oder sowas. War das ein Freund von der Verena Koch? Weiß ich nicht, sah so aus. Wenn wir ein Foto hätten, würden Sie ihn wiedererkennen? Ganz sicher. Ja, ich hätte Sie ja gerne eingeladen zu irgendwas. Das nächste Mal, danke. Wir kommen ja wieder, oder? Ja, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Kannst du dich nicht erinnern? Sowas vergisst man nicht. Die beiden Mädchen? Ich war mit der Verhaftung dabei. Halbes Jahr nach dem letzten Überfall. Das alles mit Spielzeugpistolen. Wahnsinn. Na bitte, klappe doch. Was hast du denn jetzt wieder ausgefressen? Nichts. Die Polizei war da, Leute von der Mordkommission. Du sollst dich melden. Jemand hat heute Nacht Julia erschossen. Ja, Koch? Ich hab gesagt, du sollst nicht nach Hause gehen. Bist du noch zu retten? Mama, ich. Und ich sagte, dass die uns schon längst auf der Pfanne haben. Wir spielen jetzt doch. Verena Koch? Ich muss aufhören. Ja. Wir würden Sie bitten, aufs Präsidium mitzukommen. Das ist jetzt eine Festnahme. Weil Sie mich schon mal festgenommen haben vor 4 Jahren. Nein. Soll ich dir helfen? Soll ich dir einen Rechtsanwalt schicken? Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Wollen Sie mit Ihrer Frau mitfahren? Ja. Dann steigen Sie bitte vorne mit ein. Es geht doch nicht mehr nur um ein Tagebuch. Was denn? Um was denn dann? Sag mal, bist du bescheuert? Dein Tagebuch und der Tod von Julia, und das kriegst du nicht zusammen? Wie meinst du denn das? Du meinst, dass unser Vater Julia getötet hat? Er ist ja dann letzte Nacht noch mal weggefahren. Das weißt du nicht. Du stehst doch nicht in der Garage, Mann! Na ja, danke. Komm, Frau Koch. Mein Name ist Kress, das sind meine Kollegen Heimann, Herr Riedmann, Herr Richter. Wir haben in den Sachen von Julia Ristow einen Brief an Sie gefunden, den sie nicht abgeschickt hat. Wollen Sie ihn nicht lesen? Später. Da steht was drin über ein Paket, das sie irgendwo für Sie aufbewahrt hat. Da geht es sicher um die 50.000 Mark aus dem letzten Überfall, nehme ich an. Und die ging es doch gestern Abend auch, oder nicht? Also machen wir es kurz. Wer hat geschossen? Sie, Ihr Freund oder wer? Keiner von uns hat geschossen. Die Schüsse kamen wahrscheinlich aus einem Auto. Und warum haben Sie nicht sofort die Polizei gerufen? Bei unseren Vorstrafen? Na gerade dann.
So, den Namen von Ihrem Freund, bitte. Außerdem, warum sollte ich Julia erschießen? Ich krieg noch Geld von ihr. Aus dem letzten Überfall. Vielleicht ist das Geld ja verschwunden. Den Namen von Ihrem Freund, Frau Koch. Ja, oder Sie rufen ihn an, dann soll er herkommen. Der kommt nicht. Wir würden ihm das aber dringend raten. Gar nicht weiter zu reden. Ich hab das Geld nicht. Na gut. Woran soll ich Sie denn erkennen? Ich bin's. Ich wollte fragen, wie es Mama geht. Ärzte sagen, Mama müsste eigentlich in die Psychiatrie. Dreh dich um und guck mich an. Dreh dich um! Wieso muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Das musst du doch nicht. Unsere Familie, die wird sich in nichts auflösen. Es gibt nur einen Schuldigen. Wenn ich damit irgendetwas gut machen könnte, dann würde ich mir das Leben nehmen. Der Erpresser hat wieder angerufen, aber ich habe das Geld nicht. Hast du Julia umgebracht? Nein, ich habe Julia nicht erschossen. Gehst du nicht in die Schule? Das hier für mich in den Tresor zu legen. Die Miete ist fällig, das wissen Sie. Übermorgen habe ich jede Menge Kohle. Vielleicht sogar schon morgen. Danke. Bitte. Ja? Ja, klar, wo solltest du sonst sein? Kannst der Polizei sagen, dass ich noch was zu erledigen habe? Zwei Tagen komme ich vorbei. Ja? Ja. Bogdan wohnt in der Pension Frank. Er muss sich einmal die Woche auf dem Revier melden. Mhm. Du brauchst niemanden loszuschicken. Er hat das Haus gerade eben verlassen. Dann fangen wir an ab, wenn er zurückkommt. Kassier? Ja, bitte bringen Sie sie rauf. Danke. Frau Koch, Sie gehen mit meinen Kollegen Richter und Heimann nach nebenan. Die Herren machen dort ein Protokoll mit Ihnen. Ich muss ins Labor. Wir haben beide Geschosse gefunden. Wer kommt? Sophie Burger. Danke. Danke. Wie geht's Ihrem? Nicht so gut. Sie ist in der Klinik. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kress? Ja? Ich muss Ihnen was gestehen. Der Tod von Julia, das ist alles ganz schrecklich. Aber es geht nicht mehr nur um Ihren Tod. Um was geht's denn noch?
Ich habe ein Tagebuch geschrieben. Und das ist verschwunden. Es kann nur Julia haben, es war sonst niemand im Haus. Ja und? Ich meine, was steht in dem Tagebuch? Ja, steht drin, dass mein Vater seit 6 Jahren mit mir schläft. Es ist Ihnen klar, dass die Staatsanwaltschaft strafrechtlich gegen Ihren Vater vorgehen muss, wenn Sie bei Ihrer Aussage bleiben. Also, bleiben Sie bei der Aussage. Es ist ja noch schlimmer. Julia muss dieses Tagebuch mitgenommen haben, als sie sich mit ihrer Freundin getroffen hat. Im Grünspan. Wir finden es nicht mehr im Haus. Und jetzt wird mein Vater erpresst. 500.000 soll er zahlen. Jemand hat angerufen. Mann oder Frau? Ein Mann. Ja, Kassier. Ich möchte, dass ihr so schnell wie möglich ein paar Leute abstellt, die die Pension Frank in der Bootsstraße observieren. Ja, es geht um Frank Bogdan. Mhm. Den brauche ich dringend. Ende. Ja, Burger. Nein, mein Vater ist nicht da. Das weiß ich nicht. Bei der Arbeit ist er auf jeden Fall nicht. Nein, Jens Burger, ich bin der Sohn. Ja, wiederhören. Lass laufen. Frau Koch, jetzt wird's ernst. Wir können davon ausgehen, dass Julia Ristow im Hause Burger ein Tagebuch entwendet hat. Ein Tagebuch, das jetzt Sie und Ihr Freund haben. Und mit dem Ihr Freund versucht, die Familie Burger zu erpressen. Um 500.000. Ich verweigere jede Aussage dazu. Na bitte. Dann macht ihr jetzt weiter. Ich möchte meinen Rechtsanwalt anrufen. Bitte schön. Ob das noch hilft? Sie wissen nicht, wo Ihr Vater ist. Nein. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wer Julia Ristow erschossen haben könnte? Mein Vater war es nicht. Hat Ihr Vater denn eine Waffe? Pistole oder Revolver? Ich sage Ihnen doch, mein Vater war es nicht. Bitte beantworten Sie meine Frage. Ja, er hat einen Revolver. Er ist mal überfallen worden und seitdem liegt der Revolver im Handschuhfach vom Wagen. Hat Ihr Vater ein Handy? Nein. Ich will jetzt gehen. Ja, bitte. Wir warten immer noch auf den Rechtsanwalt von Frau Koch. Frau Koch, wenn Sie Ihren Freund lebend wiedersehen wollen, dann sollten Sie mir jetzt sehr genau zuhören. Wir wissen ja bereits, dass Herr Burger mit dem Tagebuch seiner Tochter erpresst wird. Und wenn Ihr Freund der Erpresser ist, dann sollten Sie uns das jetzt sagen. Ich sage Ihnen auch warum. Wir gehen davon aus, dass Herr Burger dabei ist, sich mit dem Erpresser zu treffen. Und wir wissen weiter, dass Herr Burger bewaffnet ist und dass er die 500.000 Mark nicht hat. Das wissen wir auch. So, und jetzt sind Sie dran. Ist Ihr Freund auch bewaffnet? Der rührt keine Waffe mehr an. Na, dann wissen Sie ja, was jetzt passiert. Sie kriegen Ihren Freund lebend zurück oder tot. Das hängt ganz von Ihnen ab. Mein Rechtsanwalt ist auf dem Weg hierher. Das könnte vielleicht ein bisschen spät sein. Thank you.
Ich habe das Geld nicht. Ich habe mich schlau gemacht. Sie arbeiten in der Bank. Ja, und? Was soll ich da sagen, damit Sie mir eine 500.000 Kredit geben? Wollen Sie nicht rangehen? Sie sollten aber rangehen. Ja, hallo. Bin am chinesischen Turm. Ich habe Schüsse gehört. Wir müssen einen Haftbefehl gegen Sie beantragen. Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nicht warum. Hier geht es um Erpressung und Sie sind daran beteiligt. Heimann-Apparat Kress? Ja? Ja, ist gut. Bringen Sie ihn rauf. Ihr Anwalt ist da. Leo, da hinten steht ein älteres Ehepaar, die haben alles gesehen. Es war ein männlicher Täter, mittleren Alters, zwei Schüsse und dann ist er einfach so weggegangen. Ja, der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Sind wir mitfahren oder nicht? Nee, danke, muss ich nicht haben. Tschüss. Tschüss. Ist die Fahndung an Burger schon raus? Ja, wenn das denn war. Ja, wer denn sonst? Hier steht das Wasser bis zum Hals. Der Bogdan, der war noch mal kurz bei Bewusstsein. Wollte aber nicht sagen, wer auf ihn geschossen hat. Ich meine, er würde die Erpressung ja quasi damit zugeben. Sieht nicht gut für ihn aus. Pistole ist weg. Und was habe ich damit zu tun? Weißt du, was das heißt? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Unser Vater trifft sich mit dem Erpresser und er hat die Pistole mitgenommen. Willst du nicht aufmachen? Dürfen wir reinkommen? Ja. Ihr Vater hat auf den Erpresser geschossen. Wir fahnden nach ihm. Was wollten wir Ihnen sagen? Ist das Erpresserschwein tot? Nein. Wenn sich Ihr Vater bei Ihnen meldet, dann sagen Sie ihm bitte, dass er sich stellen soll, ja? Noch was. Sagen Sie Ihrer Mutter nichts davon. Vorläufig. Rufen Sie uns an, wenn was ist. Wiedersehen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist alles kaputt. Eines Tages, da werde ich dich umbringen. Ja, das traue ich dir zu. Was hat denn der Bock dann noch gesagt? Als ich das mit der Mieter gesagt habe, da meinte er, übermorgen gibt es viel Kohle. Vielleicht schon morgen. Einen Moment. Hat er mir in den Tresor gegeben. Man kann immer schwieriger den Leuten erkennen, wer was ist. Es wird immer, immer schwieriger. Ja, Richmann? Nein, nein, das ist wunderbar. Vielen Dank an die Kollegen wegen der prompten Erledigung. Wiederhören. Guck mal, das war ein Tresor deponiert. Die beiden Geschosse, die Sie bei Frank Bogdan rausgeholt haben, die passen zu denen, mit denen Julia Risto getötet wurde. Du weißt, was das heißt.
Na, zunächst mal nur, dass sie aus derselben Waffe kommen. Ne? Was hast du denn gehört über Bogdan? Er wird's wohl überleben. Jo. Genau dahin. Tschüss. Danke. Was ist das denn? Das sind die Prozessakten von Verena Koch und Julia Risto. Hab ich Leo versprochen. Fällt dir nichts auf? Naja, wir hören nichts von der Fahndung. Und ich höre nichts von euch. Wir haben unsere Leute beim Bungalow von Burger. Und bei der Klinik, in der seine Frau liegt. Wozu ist denn das gut? Ja, wolltest du haben, die Prozessakten? Was soll ich denn das lesen? Du wolltest sie haben, Leo. Jetzt haben wir erst mal das. Das Tagebuch. Und sonst, Verena Koch, haben wir vorläufig festgenommen. Ihr Anwalt will aber Haftbeschwerde einlegen. Oh, da wird er nicht weit kommen mit. Übrigens, die Geschosse auf ihren Freund stammen aus derselben Waffe, mit der Julia Risto erschossen worden ist. Ja, ja, das wissen wir. Was macht man mit Frau Burger? Tja, irgendwann taucht ihr Mann in der Klinik auf. Eben. Und dann? Das ist doch ohnehin schon alles schlimm genug für Sie. Wir haben doch unsere Leute vor der Klinik, die werden ihn schon abfangen. Ja, und was wird das jetzt, wenn ich mal fragen darf? Ich führe euch mal was vor. Ah ja. In die Psychiatrie stecken, aber ohne mich. Und ich bin schuld daran. Ach, Kleiner. Du bist doch nicht schuld. Du doch nicht. Dein Vater und ich. Ich verstehe nicht, warum dein Vater sich nicht meldet. Was ist? Ich habe Papa gefragt, ob er Julia umgebracht hat. Eben, wie kommst du denn darauf? Glaubst du, das ist Zufall? Mein verschwundenes Tagebuch und der Tod von Julia? Was soll ich denn glauben? Papa hat gesagt, er war es nicht. Warum kommt er nicht hierher? Ich stelle mal die Blumen in die Vase. Sophie, sie sind auf dem Flur? Ja, ich bin's. Wisst ihr, wo ich gerade stehe? Vor dem Zimmer von Carola Burger in der Klinik. Einen Moment, bitte. Ich hole nur eine Vase. Ja. Sind Sie allein bei Ihrer Mutter? Ja. Dann gehe ich jetzt rein und möchte Sie bitten, hier vor der Tür zu warten. Ich hole Sie rein, sobald ich fertig bin, ja? Muss mit Ihrer Mutter allein reden. Ja. Habt ihr was gehört von unseren Leuten, ob ich die Klinik betreten habe? Nein, haben wir nicht. Die Tochter müsste jetzt da sein. Was? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, nein, ist gut. Machen wir. Ende. Wir sollen die Kollegen von der Klinik wieder abziehen. Er wollte uns nur mal vorführen, wie man da unbemerkt reinkommt. Jetzt hat er es uns aber gegeben. Ja. Ja, was, wo seid ihr? Tag, Frau Burger. Oh. Ihre Tochter wird gleich wieder zurück sein. Gut.
Das geht Ihnen nicht so gut, was? Naja, Sophie ist der erste Besuch, den ich heute bekomme. Ja, und jetzt ich. Und jetzt Sie. Frau Burger, ich will ehrlich sein. Ich habe Ihre Tochter gebeten, draußen zu warten, bis ich sie hole. Ihre Tochter ist bei uns gewesen. Wir wissen inzwischen von dem Tagebuch, von dem Annehmen, dass Ihre Stiefschwester Julia es mitgenommen hat zu ihrer Verabredung im Grünspan. Wir wissen auch, was in dem Tagebuch steht. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen über Ihre Familie im Zusammenhang mit dem Tod Ihrer Schwester. Ja. Sophie hat auch schon gesagt, dass es da eventuell einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Tod von Julia und diesem Tagebuch. Ja, und? Sie brauchen nicht weiter darüber nachzudenken. In der Nacht von Julias Tod konnte ich kein Auge zutun. Und mein Mann war die ganze Zeit bei mir. Wir haben geredet über unser Leben, unsere Familie, das, was passiert ist, unser Versagen. Und das können Sie vor Gericht beschwören? Das werde ich vor Gericht beschwören. Wollen Sie jetzt nicht meine Tochter wieder hereinholen? Ja, gleich. Es ist Ihnen klar, dass es eine Strafverfolgung gegen Ihren Mann geben wird. In der Sache mit Ihrer Tochter. Ja, ich weiß. Ah, das wurde aber auch Zeit, Herr Burger. Ich habe das geklärt, dass du die Schüsse nicht auf Julia abgegeben haben kannst. Was soll das? Du hast sie doch nicht umgebracht. Nein, aber auf den Erpresser hat ihr Mann geschossen. Den Freund von Verena Koch. Die hatte ja das Tagebuch. Er wollte eine 500.000, aber das haben wir nicht. Nein. Wenn ihr Mann Glück hat, überlebt der Erpresser das. Herr Burger, ich muss Sie vorläufig festnehmen wegen Mordversuchs. Nein, nun lassen Sie das mal. Herrn Burger vor der Klinik getroffen. Hat sich wohl nicht hochgetraut. Und ich habe gerade Herrn Burger Senior festgenommen wegen des Mordversuchs an Frank Bogdan. So, jetzt müssen wir noch den Mord an Julia Risto klären. Was? Ich dachte, das war mein Vater. Nee, war er nicht. Und wer war's dann? Lassen Sie doch den Blödsinn, die Waffe ist leer. Geben Sie es her. Da alle Schüsse aus dieser Waffe stammen, bleiben eigentlich nur noch Sie übrig. Nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Julia Risto erschossen zu haben. Ab. Kommen Sie. Bitte. Familie zu zerstören. Unserem Vater habe ich es nicht zugetraut, dass er uns von ihr befreit.